Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid mit mir auf meiner Wanderung. Wir sind hier in Kroatien unterwegs und suchen eine ganz besondere Schlange, und zwar die Vierstreifennatter. Das ist eine der größten Schlangen Europas. Also, los geht's! Diese Legesteinmauern und diese trockene, buschige Landschaft hier bildet den idealen Lebensraum der Vierstreifennatter. Schaut mal, da hinten ist eine Riesensmaragdeidechse. Diese Eidechsen können zwischen 30 und 50 cm lang werden. Damit gehören sie zu den größten Echsen Europas. Hier lauern im Gras überall solche Schafszecken. Die können ziemlich unangenehm zustechen und zudem können sie auch Krankheiten übertragen. Ich muss also aufpassen, dass ich mir keine Zecke einfange. Schaut mal, da liegt Schlangenhaut. An dem Muster kann ich erkennen, dass es eine Vierstreifennatter ist. Und zwar kein kleines Exemplar. Hier liegt noch mehr Schlangenhaut. Also irgendwo hier muss sich offensichtlich eine ziemlich große Schlange herumtreiben. Wo bist du? Na, hier ist nichts. Gar nichts ist hier. Der Tag geht zu Ende, die Vierstreifennatter hat sich nicht blicken lassen. Wir suchen morgen weiter. So, ich bin jetzt nochmal hierher gekommen, an denselben Ort, wo ich gestern die Schlangenhaut gefunden habe, und schaut mal, wer sich da gemächlich dahinschlängelt. Eine riesige Vierstreifennatter, ein wahres Prachtexemplar. Das ist sicher die Schlange, von der wir gestern die Haut gefunden haben. Die Vierstreifennatter ist in Italien und in den Balkanländern verbreitet. Dort findet man sie eben in solchen buschigen, trockenen Landschaften. Vierstreifennattern fressen unter anderem Vögel, Ratten, aber auch Hermeline und andere kleine Säugetiere. Dieses Streifenmuster der Streifennatter erfüllt einen besonderen Zweck. Es tarnt die Schlange natürlich, aber das Coole ist, dass es die Schlange auch dann tarnt, wenn sie in Bewegung ist. Denn diese Längsstriche ändern sich natürlich nicht, wenn sich die Schlange bewegt. Dadurch wird sie von Feind und Beute weniger leicht ausfindig gemacht. Das wirkt sich natürlich positiv auf das Überleben der Schlange aus. Giftig ist die Vierstreifennatter nicht. Für Menschen ist sie vollkommen harmlos. Diese Schlange ist ein sehr friedliches Geschöpf. Man kann sie einfach so in die Hand nehmen, ohne dass sie beißt. Natürlich aber unter der Voraussetzung, dass man sich ihr gegenüber respektvoll verhält und ihr keine Angst macht. Wenn die Schlange nicht das Gefühl hat, dass sie bedroht wird oder dass sie in Gefahr ist, bleibt sie ruhig. Schaut mal, sie klettert sogar auf meine Hand. Schaut mal, wie dick diese Schlange ist. Das ist wirklich ein richtiger Brocken. Ich habe die Vierstreifennatter sehr lange gesucht. Insgesamt bin ich etwa 5-mal nach Kroatien gefahren, ohne sie zu finden. Und jetzt, in allerletzter Sekunde, ja, ich wollte gerade abreißen und dann haben wir sie gefunden. Das ist wirklich ein sehr schönes Erlebnis. Wenn euch dieses Video gefallen hat und wenn euch die Schlange gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und es wäre auch cool, wenn ihr dieses Video teilen könnt. Ja? Zeigt es euren Freunden oder teilt es auf WhatsApp oder Facebook oder wo immer ihr auch unterwegs seid. Dann würdet ihr auch meinen Kanal unterstützen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt und euch diese Themen interessieren, abonniert mich. Danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal.